Und der Schilmerzigswald von Shakes and Fidget. Gleich zwei Gebäude sind fertig geworden und ich hoffe, dass ich auf S33 die Festung ausbauen kann. Am Wochenende gab es ein feines Event. So, fleißig gelevelt, volle Abenteuerlust gemacht, auf Server 33 die gesamten Pilze verbraten. Und wir sehen uns die Festung an, denn da darf ich jetzt was Neues ausbauen. So, vorhin war es die Schmiede und jetzt habe ich bei beiden Ressourcen in etwa 50%. Was mache ich denn da jetzt? Ich könnte mit der Schmiede die ganzen, die Kampfmagier, die Bogenschützen und so weiter hochleveln, um die Verteidigung ein bisschen aufzuwerten. Oder ich verwende die Ressourcen jetzt, um zum Beispiel die Ressourcengebäude zu verbessern. Und ich glaube, das ist eine gute Wahl am Anfang, weil dann gibt es permanent für immer jetzt hier so weitaus mehr Ressourcen. Das ist zwar extrem teuer, aber da muss man durch. Augen zu und durch. Warum ist der Steinbruch weitaus teurer? Hier ein bisschen mehr Stein, aber dafür viel weniger Holz. Und da, das ist ja mal, obwohl beide von 19 auf 20. Okay, dann Augen zu und durch. Ich nehme das teurere. Ausbauen. Jetzt sind alle Rufzeichen verschwunden, logischerweise. Und ich kann sogar mit der Schmiede noch was machen. So, aber irgendwann wollte ich die Ritterhalle auch. Ja, das hätte ich jetzt machen können, aber danach hätte ich keine Ressourcen mehr gehabt, um irgendwas hochzuleveln, leider. Ich würde mal sagen, ich meine, ich greife zwar nicht so häufig an, aber soll ich mal die Soldaten verbessern, dass ich da eventuell irgendwann irgendwas auch schaffen kann? Obwohl es ja sowieso kaum Ressourcen gibt hier bei den Gegnern, aber ich versuch's mal. Schmiede. Soldaten hochleveln. So, denn dann kann man mit weniger Soldaten mehr schaffen und dann kann ich eventuell mal irgendeinen Gegner bezwingen. Obwohl ich nicht dran glaube. Aber egal. So, jetzt bin ich sowieso leer. Jetzt können mich die Leute auch gerne angreifen in den nächsten zwei Wochen. Ich mache mal ein paar Angriffe. Obwohl, das lohnt sich eigentlich nicht. Mal schauen. Das lohnt sich auch nicht. Das auch nicht ganz. Du hast auch 0. 5 Millionen. Sowas würde sich lohnen. Aber irgendwie reichen da die Soldaten nicht so ganz aus. Müsste ich entweder die Kaserne ausbauen, dass ich mehr Soldaten haben kann. Oder ich müsste sie noch weiter hochleveln. Okay, das hat sich jetzt bisher nicht gelohnt. Aber besser, ich habe sie irgendwo investiert, als sie liegen nur rum. Und in 15 Tagen habe ich ja bestimmt noch... Hello, Schilling heißt da jemand. Hello, Darkness, my old... Wirklich jetzt? Heißt er Hello, Schilling? Naja, dann Hello an Hello, Schilling zurück. So, jetzt reicht's aber mal. Ich nehme dich mit einem einzigen Angriff. Ab und zu verliert man da, aber jetzt, wo ich die noch dazu gelevelt habe, hoffentlich nicht. Sind auch die schon gelevelt? Die... Ja, genau. 135, die sind auch schon gelevelt. Also viel bringt das irgendwie nicht, dieses Hochleveln, muss ich sagen. Aber... Oh, da hätten wir einmal einen, der sich halbwegs lohnt. Der Shadow Tea. 12 Soldaten werden verwendet. Die brachiale Sperre. Okay, 9 hätten gereicht, kann man nicht wissen. 2 Millionen und 400.000. Das Ausbilden kostet einen Bruchteil davon. Also solche Gegner häufiger würden sich in der Tat lohnen. Aber da muss ich mir entweder den Wecker auf 3 Uhr morgens, nachts, wie auch immer stellen oder keine Ahnung. Weil irgendwann rockt da schon jemand durch und die haben alle 0, 0, 0, 0, 0 und Nutella bekomme ich schon zum 100. Mal. Na egal, so. Das wäre mal erledigt. Okay, dann werfe ich schnell diesen, den Glückstein rein. Obwohl ich den Stärkestein auch nicht verwenden kann, haben, sein, werden, werde, wie auch immer. Talismane habe ich heute nicht. Warum nicht Amulette? Egal, die kommen weg. Weg und weg. So. Also. Genau, es geht voran. Bald sind wir hier durch. 20 ist, weil jemand gefragt hat, übrigens, das Maximum weitergeht. Aktuell nicht. Dieses Gebäude ist voll ausgebaut. Arbeiterquartier ist zum Beispiel 15, also manche Gebäude haben andere Maximalstufen. Jo, und wie viel kostet dann zum Beispiel, was könnte ich noch hochleveln dann demnächst? Was kostet denn die Kaserne? Ja, das ist spottbillig, aber dauert trotzdem eine Woche. Könnte ich auch mal machen, dann hätte ich mehr Soldaten, eventuell klappt es ja dann. Na egal, wie auch immer, das ist, die Festung ist mir gar nicht so wichtig. Der aktive Teil, sondern einfach nur passiv, jeden Tag abholen und so weiter und irgendwann hochleveln. Gut, das war ein niederschmetternder Angriff. Ich hätte vielleicht vorher skillen können, aber das hätte in diesem Fall rein gar nichts geändert. So, schon wieder ein Amulett. Da hat man Amulette und eine Kette ohne Ende. Und dann gibt es die Talismane, wo ich noch immer meine Eier drin habe. Mein Osternest.
vom Oster-Event noch nichts Besseres bekommen. Also schon was Besseres bekommen, aber leider durch das Aufwerten vom Schmied und so. Genau. Wie gut waren meine Versuche in den letzten Tagen? 65%? Naja, lässt zu wünschen übrig, aber das Pet wird irgendwann kommen. Das kann man wohl sagen. Heute war gut. Heute war sehr gut. Genau, 14% haben wir da mal. Hier versuche ich ja Jan den Hämmerer, weil ich danach ebenfalls ein neues Pet holen könnte. Das ist so, ich stehe bei zwei Dingen kurz davor, aber will leider nichts werden. So, Moment, jetzt diesmal mache ich es aber. Jetzt habe ich mir noch ein bisschen Gold aufgehoben zu leveln, aber ich habe dann vergessen zu leveln. Eine Stufe, Marquardt, eine Stufe, oh, Moment mal. Weil ich ein Level-Up hatte, Marquardt konnte sogar zweimal leveln. Zu wenig Gold. Na egal, aber ein paar Level-Ups waren drin. Nochmal kurz den Jan. Wie sieht es jetzt aus, nachdem ich so krass gelevelt habe? Nein, das macht fast keinen Unterschied. Aber natürlich, jedes bisschen hilft. Das war ein guter. Aber dann bekomme ich direkt auf die Mütze. Das war ein schlechter. Na egal. Also, das ist diese Sache hier. Ich warte noch immer auf Waffen. Waffen, Waffen, Waffen. Bei der Hexe waren noch nicht dran. 3,39 bei den Steinen. Nein, da müsste ich mal meine Ritterhalle aufwerten, dass das ein bisschen besser wird. So, Glücksrad. 1, 2. Ressourcen soll ich mir... Ach, die Ressourcen, die drehe ich jetzt nicht. Wenn mich jemand angreift, dann soll er sich nur das bisschen hier holen. Edelstein muss ich suchen. Und genau. Das ist diese Sache. Feuer haben wir heute. Feuer, Feuer, Feuer wird sehr teuer. Da hat der Aeron aber auch nur 19. Denn der hat es wohl ebenfalls noch nicht bezogen. Machen wir mal einen richtig spannenden Kampf gleich gegen Aeron. Feuer gegen Feuer. Da schenke ich dir den Sieg. Oder du mir. 202 Level Unterschied, die nichts bewirken werden. Aber da haben wir wenigstens die Spannung sondergleichen. Nicht, dass ich wieder Licht nehme, ist ja langweilig. Oh, Infernox erst auf 40. Ich meine, Infernox ist vollkommen egal, aber Infernox habe ich genommen. Wie hast denn du dann gelevelt? Das würde mich auch mal interessieren. So, jetzt habe ich Infernox 100. Du bist bei Sumsum. Infernox 100 gegen Dragopyr. Bisschen was abgezogen. Sumsum ebenfalls. Also ich führe um einen 100er, kann man sagen. Aber der wird wahrscheinlich nicht alt. Oh, Mantiflammer hat's rausgerissen. Das kann einen guten Vorsprung hier bedeuten. Jetzt noch bei Rocky 2-3 Treffer. Komm, einen überlebst du nicht mehr. Aber jetzt Rocky mit 50%. Gegen die Vestor. Und dann noch mein Divestor gegen die Vestor. Das ist ein guter Investor, würde ich mal sagen. Also doch, das hat gepasst. 202 Level. Mehr Vorsprung sollten die sowieso nicht geben. Aber zumindest diesen Vorsprung für 202 extra Pet Level kann man mal machen. Und das dürfte, wenn jetzt nicht mehr allzu viel schief geht, den Sieg bedeuten. Minus 4000, das war richtig knapp. 39 Jahre Rang aufgestiegen. Gildenkampf, obwohl hätten wir uns gerade mal ansehen können, wenn das schon live hier aufploppt, aber Gildenkampf, Gildenlose, Kampf zeigen, Endgegner gegen die Gildenlosen. Bringen wir zum Schilling, ich glaube, der kommt dran. Da ist er, der Schilling, 4, 24, kämpft gegen Odin, den habe ich häufig als Arena-Gegner. Ja, und hier auch noch zwei Treffer heraushauen können. Und wie sieht es dann gegen Ende hin aus? Man hat gemerkt, am Anfang einige nicht gemeldet, aber am Ende die High-Level-Spieler, die sind dann doch immer aktiv dabei und melden sich zu jedem Kampf. Selbstverständlich, was in der Top-Gilde auch so sein sollte. Und es geht dem Ende zu. Wir haben aber noch ein paar heiße Kandidaten auf der Bank. Da hatten wir aber gerade richtig Pech, was die kritischen Treffer angeht. Milka haut einen raus. So, genau, das ist diese Sache. Naja, die Festung. Die Festung, die Festung, die Festung. Es würde mich ja schon reizen, auch irgendwann mal die Edelsteinmine hochzuleveln auf 20 für ein neues Element, welches dann eventuell ein bisschen stark ist. Alfonso, auf einmal habe ich Lust auf Pizza irgendwie. Was nehmen wir? Wir nehmen Schatten. Ganz vergessen, ich muss hier noch ein bisschen weiterkämpfen. Alfonso bringt mir die Pizza El Tonno. Hoffe ich doch mal. Okay, das ist... Diesen Vorsprung kann wohl niemand mehr rausreißen. Jawohl, 20 Ehre gewonnen. Wer wird gefüttert? Tikkon. Du bist doch Tikkon, oder? Ja, genau, du bist Tikkon. Kopfschuss. Ich würde mal sagen, dann nehmen wir sogar Erde.
Bams. Das war auch ein Kopfschuss. Martial Arts. So, da dürfen wir auch gerne mal Licht verwenden. Kavums, Heraldon, macht die Sache. Und bei Tempis warten wir. Also ich warte nicht, aber ich greife nicht an, denn das ist zu heikel. Das wird sowieso nichts. Oder eventuell doch. Egal, lassen wir es. Wenn es am besten wird, soll man eigentlich aufhören. Und jetzt hoffe ich, das wird irgendwie knifflig, dass ich hier die Ressourcen zusammenkratzen kann für die neue Festung. Denn ich wurde einmal angegriffen, weil ich zu oft angegriffen habe. Das ist immer die Sache. Dann können Gegenangriffe gestartet werden. Und es wird nicht reichen. Ich wurde offenbar noch angegriffen. So, ich mache aber jetzt nichts. Nicht, dass ich wieder aus Versehen irgendwas, keine Ahnung, ausbaue. Die Chillpill ist hier. Oh, Rantanplan. Moment mal. Das würde reichen. Du würdest reichen. Ich gehe auf Nummer sicher. Das waren viel zu viele, aber... Oh, Moment mal. Hä, habe ich mich verrechnet? Da fehlen noch Steine. Aber Steine habe ich ja genügend hier. Und jetzt ist das Rufzeichen bei der Festung. Endlich. Dankeschön. Also, Festung... Ausbauen dauert 13 Tage von 17 auf 18 und das mache ich jetzt. Kawumms, denn ich kann ansonsten die Gebäude, die sind alle 17, 17, 17 nicht mehr ausbauen. Also auf geht's. Das Problem war eben immer, hier drehe ich am Glücksrad nicht täglich. Also immer nur so häufig, wie viele Lucky Coins ich eben habe. Und dadurch bekommt man die Ressourcen nicht so schnell fürs Maximum und ich... Konnte dann zwar immer schon ausbauen, aber die Ressourcen haben gefehlt für die Festung. Die müssen ja voll sein, die Ressourcen. Von daher, jetzt kann ich ausbilden. Und vielleicht findet sich hier noch der eine oder andere Kollege. Nö. Obwohl ich sagen muss, auf diesem Server habe ich mehr Glück. Da gibt es reichere Leute. Boah, schon wieder der. Nein, den kann ich nicht zwei. Obwohl, wenn ich den zweimal ausnehme, dann hat er zwar zwei Gegenangriffe, aber... Oder hat er dann zwei? Egal, lieber nicht nochmal angreifen hier den, denn einmal reicht. Ja, aber mehr kommt da gerade nicht. Der Beyblader hat 0, Sarandax hat 0. Du hättest ein bisschen was, ach, greifen wir an. 7 Soldaten, auf geht's, auf ihn mit Gebrüll. So, ausbilden nicht vergessen und dann bin ich happy, dass hier wieder was ausgebaut werden kann. Mann, Tränke müssen noch aktiviert werden. Den frische ich mal auf, den nehme ich in Kauf und jetzt geht's bergauf, hoffe ich doch. Mhm. Moment mal, ich wollte was machen, was wollte ich machen? Genau, skillen. Dann kann ich irgendeinen neuen Gegner schaffen, das gibt's ja wohl nicht. Hier, ach so, hier habe ich nicht so versucht. Luchterblong. Wer kann das schaffen? Irgendwie niemand. Mit dem könnte ich vielleicht Züngel besiegen, aber... Davon kann ich mir auch kein Eis backen. Denn Züngel kann ich erstmal nicht finden. Das muss aber jetzt schon was werden. Komm schon. Pilze habe ich leider nicht so viele, denn die habe ich alle ausgegeben am Wochenende. Sehr schön. Beim Event lohnt es sich immer, die Pilze auszugeben. Sauber. Hätte ich den. Ob jedoch die Vestor drin ist, doch könnte man eventuell machen mit etwas viel Glück. Denn das sind Gegner und der ist hier nur Level 75, der Krieger. Ja, weil ich muss leider fast überall schon hier, außer bei Wasser habe ich den letzten... Muss ich Schwächere füttern, weil ich keinen neuen gerade bekommen kann, weil ich hier nicht so intensiv die Pilze mit beiden Händen und Armen raushaue. Waffen sind hier dran. Na klar, dass die Waffen hier dran sind. Egal, so, nein, die Zitronen, das lohnt nicht aufzuheben. Wer weiß, das müsste man zwar auch schon schaffen können, aber irgendwie wollte das noch nicht sein. So, gildenmäßig wird bald der nächste Dämonenportal-Gegner fallen, endlich. Bei 13% sind wir jetzt nach dem Wochenende etc. Ich gebe dieser Furie maximal noch 3 Tage. Dann dürfte es das gewesen sein. 73% gegen den Slenderman, obwohl es ein Magier ist, lief es da ganz gut in letzter Zeit. Ja, auch heute wieder. Beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. Genau, sehr schön. Und. Ein Kreis ist rund. Nutzlose Fakten am Rande. Oh, komm, Nemi. Die Niederlage nehme ich nicht in Kauf. Definitiv nicht. Oh Mann, das wird immer schlechter. Egal, auf jeden Fall. Zweimal bei der Festung ist was passiert. Was war hier? Das schmeißen wir jetzt auch weg.
Wenn ich dem aufheben und aufheben, das gibt sowieso so wenig, dann sortieren wir noch ein bisschen. Aber ansonsten läuft es und zwar vorwärts. Wie Usain Bolt, bin ganz falsche Zutat. Doppelt geklickt, sorry. Bin ganz zufrieden damit eigentlich. Wann kann man hier wieder spülen? Das war erst auf beiden Servern, oder? Habe ich erst gespült. Genau. Dann würde ich mal sagen, so für dieses Video war es erstmal. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen. Und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.